SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Bildung in Deutschland ist Ländersache. Das heißt, die 16 Bundesländer haben die Hoheit darüber, was in der Bildung, das heißt in der Schule und auch in der Hochschule teilweise passiert in Deutschland. Es gibt ein Beispiel, es gibt Bundesländer in Deutschland, in denen die Grundschule bis zur 6. Klasse geht und es gibt die meisten Bundesländer beenden die Grundschule nach der 4. Klasse. Ich glaube, ein großer Vorteil, den das Geschwister-Scholl-Gymnasium seit Jahren genutzt oder frühzeitig erkannt hat, ist das Thema Schulentwicklung. Ich glaube, dass Schulentwicklung und Inklusion ganz eng oder ganz, also Hand in Hand gehen und ganz eng zusammenhängen. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium gibt es Entwicklungen oder gibt es Trittsteine, sagen wir mal, die schon vor vielen Jahren gesetzt oder gelegt wurden, Entscheidungen getroffen wurden, die jetzt oder wo sich im Nachhinein herausstellt, dass das sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr hilfreich war, um den Prozess der Inklusion umzusetzen. In der Schule war für mich immer schon besonders, dass man hier aufgenommen wird, wo man ist, dass man vor allem auch so viele Möglichkeiten hat, hier auch verschiedene Aktivitäten halt auszuüben. Seien es zum Beispiel einfach so simple Sachen wie ein Buchclub. Natürlich zu nennen ist, dass wir Inklusionsklassen in unserer Schule haben, wie zum Beispiel meine Klasse, wo behinderte Kinder mit normalen Kindern zusammen lernen können. Außerdem, was auch noch besonders an dieser Schule ist, ist dieses Wahlangebot von den Profilkursen, wie zum Beispiel ein Fußballkurs oder halt auch unser One-World-Shop. Und außerdem sind die Lehrer hier auch besonders freundlich und ich musste mich ja entscheiden, was ich in der 10. Klasse wählen möchte. Und dafür gibt es ein extra Beratungszentrum hier an der Schule, wo du deine individuelle Beratung bekommst von den Lehrern. Our school is very cool because every class have 2 days a year to go somewhere else and do something what they haven't got to do with school. And that was very cool because our teachers do this with us and we had a lot of fun. And dann siehst du zum Beispiel der Januar, der Februar und der März. 2 years ago we got like new classes where immigrants and people from like different countries who had to, like refugees, they got special education, so they learned German, and after that they get included in the normal classes. Thank you.
There are 1,550 students here at the gymnasium at the age from about 10 years up to 18. Most of the students, they go here for the fifth class. They change from the primary school to the secondary here to the gymnasium. And they have the chance to make the Abitur, and this is the highest grade for leaving school in Germany. And if you have reached this grade, the Abitur, you are allowed to go to any university in Germany. Puhlheim is a town of about 50,000 people in the region of Cologne. Most of them, they live in Puhlheim and they work in the bigger cities like Düsseldorf or Cologne. Many of the families who sent their children to the Geschwister-Scholl-Gymnasium, they belong to the social middle and upper middle class. The frame for our pedagogic orientation. There are three columns. First, it's fundamental skills in the different subjects like language and mathematics, science and so on. Second is other social competences, for instance, teamwork. And the third column, it's the Zivilcourage. That means stand up for your own rights and stand up for the rights of other persons. Also in der Kurzversion, die Geschwister Scholl sind ja am 22. Februar vor 70 Jahren jetzt genau auch hingerichtet worden, eben weil sie für die Freiheit ja auch gekämpft haben und gegen das Naziregime auch gekämpft haben. Das heißt, sie haben Zivilcourage gezeigt. Ja, und diese Schule trägt auch genau diesen Namen der Geschwister Scholl. Und Zivilcourage ist für uns auch grundsätzlich genau das, was wir hier an der Schule fördern wollen. The system in Germany, in fact, is very, very complicated and different to explain to persons who come from other countries. So primary school is for every children, leads from the first to the fourth grade. There are two main ways to continue. The one way is the so-called Gesamtschule. All the children, they learn on the lower, on the middle, or on the higher level. In Germany, it's quite new. It was established in the 70s. The second way, which is more older, which comes from the, I think, late 19th century, this is a system separated in three different schools, and every school has its own level. The lowest level, it's called the Hauptschule, and the middle level is called Realschule, and the highest level is called Gymnasium. Eine Herausforderung in Deutschland ist nach wie vor, dass mehr oder weniger nach der dritten Klasse, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, entschieden werden muss von Empfehlungen der Grundschullehrerinnen und der Grundschullehrer, in welche Schule ein Kind gehen soll. Also eine große Kritik ist nach wie vor, dass das Bildungssystem in Deutschland erstens separierend ist und zweitens nicht durchlässig genug. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die einmal in einer Schulform sind, beispielsweise der Hauptschule, haben es schwieriger oder müssen sich deutlich mehr anstrengen, das nächsthöhere Level, sprich eine Realschule oder ein Gymnasium, zu besuchen. Und die Kritik ist daran geknüpft, dass vor allem Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten oder sozial schwächeren Familien, bildungsfernen Familien, auf Förderschulen, Hauptschulen und Realschulen gehen. Inklusion in Deutschland bedeutet eigentlich, dass alle Schularten, also auch das Gymnasium und auch die Gesamtschulen, auch die Realschulen, Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf aufnehmen. In NRW, also im Nordrhein-Westfalen, in unserem Bundesland, in dem auch das Geschwister-Scholl-Gymnasium liegt, ist das neunte Schulrechtsänderungsgesetz verabschiedet worden. Und danach müssten alle Schulen Schülerinnen und Schüler eben mit Unterstützungsbedarf aufnehmen. Das passiert nicht. Also nach wie vor sind vor allem Realschulen, Hauptschulen und Gesamtschulen die Schulformen, die die Schülerinnen aufnehmen, und viele Gymnasien weigern sich bzw. sind auch nach wie vor nicht darauf vorbereitet, das zu tun.
Also ganz grundsätzlich ist Inklusion gesellschaftlich ein total zentrales Thema und wichtiges Thema. Und das muss auch am Gymnasium möglich sein, eben inklusiv auch tätig werden zu können und arbeiten zu können. Eisen und Schwefel. Ein Metall reagiert mit einem Nichtmetall. Lukas. Ein Salz. Ein Salz. Das ist schon mal gut. Es entsteht ein Salz. Bin selber auch Autist, war daher sehr froh, als mir die Chance angeboten wurde, eine Regelschule zu besuchen. Ich bin seit fast 5 Jahren an dieser Schule. Ich fand diese Schule, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, sehr eindrucksvoll, bis ich mich eingefunden habe. Mir kam die Schule hier vor wie Hogwarts. Since a couple of years, we are working on inclusion, and this is a great theme for the school development. Now we have in every grade 6 or 7 classes, and one of these classes at each grade is a class with children without and with disabilities, and they learn together. So we are trying to think that diversity is quite normal, and not only to provide special projects for inclusion, but to make inclusion as the normal way of living in school together and learning in school together. In our class, there are 6 different kids who have special needs, and that is very important to us to keep an eye on them. They distinguish between, they're not able to learn that fast, for example, they need help in writing, and there are 2 other kids. They are very clever, they have a cognitive ability to think very fast, to have connections like no one else. But their special need is they have an emotional, social disability. So when it's very loud in class, they're totally aggressive. They just turn around, scream at the other ones, or they're very sad and they need a hug of me. And that is not very German. Most teachers are in front of the class, they are teaching and they're leaving. But here in our school, it's more like a family, so if they have any problems, they can tell us, we talk about that. They have connection to us, they can email us, and that is very important to me, because I don't think that they are going to learn that much if they have a social or emotional distance to me as a teacher. My teachers, I don't really name them teachers, I call them my friends, so buddies, okay? They help me out when I'm very stressed or sometimes I'm very depressed. Our class just have 22 children. Actually, we are about 30 kids in class. Our class is about 22. And we are always 2 teachers in class when we are teaching. But we also have someone who has a proficiency in social behavior, so he can help us coordinate things. For Jeanette and me, it's very important to teach them social skills. In the class with the kids with special needs, you have more time to work on that skills, because you are with 2 teachers, you have less kids, and these are 2 very, very important facts that we can have here in that school, but only here. This is not the normal, the normal setting. We prepare our stuff together. We have a lot of material because we are 2 people. We can work that out, and they improve very fast. They have the ability to ask me, to ask my partner. Das ist schwer, ne? If I want to work with one on his own, it's okay for me. I can go outside with him, work with him for an hour if he wants to keep on working his weaknesses, for example. And the other one can teach. Das macht mich Fuchs Teufels wild. It makes me Fox Devils wild. Das gibt's ja gar nicht. Aber das sind Metaphern. Each 2 weeks we have a meeting here in this room where all of teachers who know my class come together and we talk about the children. What we see, what is something we have to talk about, maybe we have to go to their home.
No one does that in the GSG, but we think that it's very important to go there, to see where they are living, how they are living, what about the children at home with the parents. The lessons are full of different materials where they can decide whether they want to work on a very average level today or a very proficient level, because we have a lot of kids who are not that good in learning, and we have some of them who are very good. I think the difference to the regular class is also the behavior of the kids. And we have also kids with aggressive behavior. We must talk about special rules for every kid. That's important because for the one kid, the rule is very good. For the next, it doesn't work. We have got contracts with the kids. Different contexts where we all sign, the teacher signs it, the social worker signs it, and the kids signs it. And I think this is very good because so the kids know the rules, and the kids with special needs need facts. A very funny thing in my class is the smiley board. It's a board where each name is written down, and they're losing smileys if they're not behaving. And each kid in my class has a different rule. So for example, there's one girl, she's always turning around and talking to the other ones. And if she's doing that, I am allowed to take a smiley. Ich fände es gut, auch die Mädels, wenn ihr ein bisschen leiser sein könnt. Okay? Gut. Dank meine Lehrer und meine Lehrerin haben mir dazu geholfen, mehr in der Schule aufzupassen und mein Charakter ist ja so, immer bei mir ist das schwer, mich konzentriert, also bei mir ist das, die Konzentration bei mir schwer und die machen das immer so, damit die wissen, wann es Spaß ist, wann es endlich Zeit ist zu lernen. For us, it's very important to be together in one group, to accept every difference. When you ask my pupils, they will not say they are other kids. They will say we are all different. Some is very sportly, the other one is very good in the science, but everyone has got talents. Das ist ein Teil der Schule, mehrere Räume, wo die Schüler in den Pausen hinkommen können, aber auch in Unterrichtszeiten zum Arbeiten oder wenn irgendwo Schwierigkeiten auftreten. In den Unterrichtszeiten finden hier entweder Kurse statt oder gezielte Unterstützung. Das heißt, wenn Schüler Probleme mit anderen Kindern haben oder mit ihren Lehrern haben oder aus einem anderen Grund irgendwie Unterstützung brauchen, dann können sie sich auch an die Mitarbeiter hier wenden. Und wir beraten, wir vermitteln weiter, wir helfen bei Konfliktlösungen, unterstützen die Schüler in jeglicher Hinsicht, wie es gerade benötigt wird. Den Versuch, den könnt ihr selber machen. Ihr habt gleich Schwefel, eine kleine Portion, und ihr bekommt Eisenspäne. Ja? In der Versuchsanweisung steht 7 Gramm Eisen, 4 Gramm Schwefel. Ihr könnt das ungefähr 1:1 mischen, im Reagenzglas so einen Finger breit. Mischt das ordentlich durch und dann könnt ihr das außen in die Bunsenbrenne halten. Okay? I try to make my chemistry lessons very practical, because if you touch things, if you modulate things, it's much easier to get it in your brain. And for the kids with special needs, we must reduce many complicated facts, because sometimes I teach them one lesson, a very complicated thing, and next day they forget everything. So you need a model, you need pictures for saving it in the brains of the kids. Der Unterricht selber hier auch sehr individualisiert ist
und die Lehrer auch viele Kompromisse mit den Schülern eingehen. I like Shimizu because we do a lot of experiments because there is something of fire or you can do experiments you didn't have to get a chance to do that at home. So it's very fun to work with special glasses or with the periodensystem also. That's very, it's very interesting at all. Some kids with special needs have got supporters. Me as a teacher, I'm with the kids from 8 to 10 o'clock, but the supporter is working with him the whole day. Ich habe eine Integrationshilfe, Kerstin Bientreu. Diese habe ich vorrangig, weil mir aufgrund meines Autismus das Lernen schwerer fällt als den meisten. Und es ist halt auch sehr wichtig, dass man sich mit so einer Person versteht, zumal ich auch sehr viel mit Frau Bientreu zu tun habe. Und teilweise haben wir auch schon privat was miteinander unternommen, weil sowas fördert halt das Teambuilding. Nee, das geht nicht. Da ist ein Klumpen drin. Richtig schön. Es ist bei meinem Schüler, den ich jetzt begleite, beispielsweise so, dass der im organisatorischen und Zeitmanagementbereich ganz viel Unterstützung braucht. Das heißt, er hat die Zeit nicht immer im Überblick, wie lange habe ich für eine Aufgabe. Wo kriege ich meine Unterrichtsmaterialien her? Was brauche ich alles, um dieses Blatt auszufüllen? Oder was will, wie soll es jetzt ausgefüllt werden? Wollen die Lehrer ganze Sätze haben? Das versuche ich mit ihm zusammen zu analysieren und er soll dahin gebracht werden, dass er später selbstständig analysieren kann, was ist jetzt von mir gefordert. Das ist ein Prozess, der unter Umständen länger dauert. Und wir versuchen, das aufeinander aufbauen zu lassen. Das heißt, die Strategien, die wir den Schülern vermitteln und die wir denen beibringen, so anzuwenden, dass er sie auch in Alltagssituationen flexibel anwenden kann. Ich verstehe mich also ganz gut mit ihr. Andererseits ist mir natürlich klar, dass sie nicht ewig da sein wird und mir das Händchen halten wird. Weil man muss ja irgendwann auch allein im Leben klarkommen. Und dieser Zeit kommt man natürlich auch immer näher. Darauf muss man vorbereitet sein, weil das ist nun mal das Leben. Minus, weil es zwei der Elektronen aufnimmt, weil das halt für das Schwefel der energieärmste Zustand ist. Ja. Also in meiner Klasse werden die besonderen Schüler sehr gut integriert. Wir haben alle einen großen Freundeskreis, die gesamte Klasse ist eigentlich miteinander befreundet. Da wir durch so viele Aktivitäten, wie zum Beispiel das Eislaufen oder auch gemeinsame Klassenfahrten gelernt haben, diesen Klassenzusammenhalt zu stärken. Also wir verbringen als Klassengemeinschaft viel Zeit miteinander. Sogar diese Woche am Montag waren wir auf einem Ausflug, wir waren Eislaufen. In den 4 Jahren in der Inklusionsklasse am Anfang, als ich in die Klasse kam, war es sehr, sehr schwer, auch vor allem für die behinderten Kinder, sich zu integrieren in die Klasse. Wir normalen Kinder haben sie eher so ausgegrenzt, es haben sich eigene Grüppchen zusammengefunden und wir haben halt immer so zu den behinderten Kindern eigentlich immer so gesagt, so, ja, du gehörst hier nicht in die Klasse, du hast deine speziellen Leute, die sich um dich kümmern. Und hast nichts in meinem Freundeskreis zu suchen. So war ich auch. Dann im Laufe der Zeit haben wir aber zum Beispiel durch so Aktivitäten wie die, die wir heute machen, zum Beispiel durch Eislaufen oder durch so gemeinsame Aktivitäten im Wald oder durch die verschiedenen Klassenfahrten, haben wir so das Zusammenleben so gestärkt und die Kinder wurden viel mehr integriert in die Klasse, sodass wir jetzt eine große Klassengemeinschaft geworden sind, die auch immer stärker sind. Das heißt, mittlerweile, wenn jemand zum Beispiel gemobbt wird von den behinderten Kindern, setzen wir uns, also die Normalen, setzen wir uns für die behinderten Kinder ein. I think it's very important to make this school not only a place for learning,
also for living, for do social things with other kids, and also for the relationship between the teacher and the pupils. That's very important for us. This school is built for the old way to work in school. You know, there's one person standing in front of the class and all the students sitting in these buses and look to the blackboard. They are built as a industrial, as a factory, or in my mind, sometimes as a prison. You know, there's the long way and the cells right and left of this long way. We have a look on this space out of the classrooms, to use this space out of the classrooms for learning and for meeting. So our lessons, we have lessons of 90 minutes, and within these 90 minutes, at the beginning you have an introduction with all of the students, with the whole class, and then they have the opportunity to leave the classroom and to look for several places to learn or to go to the library. At this time, students should decide for themselves where they want to learn. Die Bibliothek gibt es schon seit 20 Jahren. Sie wurde normalerweise von einer Bibliothekarin geführt, so wie man es auch in anderen Städten und Schulen kennt. Ein ziemlich strenges Regiment, das heißt, hier sollte niemand sprechen, immer pssst. Und vor 4 Jahren wurde die Bibliothekarin krank und man fragte mich, ob ich mit meinem Buchclub hier aushelfen könnte, solange sie krank ist. Mein Buchclub nennt sich Hermines Bibliothek. Das sind 20 Mädchen gewesen, die sich einmal pro Woche über Bücher unterhalten haben. Auf wegen Befehlen, weil so viele Leute immer unentschuldigt nicht zum Dienst gekommen sind, haben wir uns überlegt, dass... Kurzes Beispiel dazu. Ich habe heute ein Buch gesucht und war da mal kurz in der Philosophieabteilung. Erstmal habe ich da noch 3 Sovi-Bücher rausgeklaubt, die mit einem grünen Etikett bei Braun oder was das ist steht. Also das fällt allein schon auf, wenn man auf dieses Regal drauf guckt. Und dann standen da halt diese Zahlennummerierungen komplett durcheinander. Es muss ja noch nicht mal mehr alphabetisch geordnet sein. Das brauche ich jetzt in dem Moment gar nicht. Aber es standen komplett durcheinander die Zahlen und was weiß ich was. Und das ist wirklich ein komplettes Chaos jetzt in dem einen Regal, wo ich durch Zufall dran vorbeigelaufen bin. Okay? Und das Besondere daran ist, dass nicht ich wirklich die Bibliothek leite, sondern die Mädchen, die Hermines. Und der Name Hermines kommt von J.K. Rowling, von Harry Potter. Und sie ist sowas wie unsere Namenspatronin, weil diese Mädchen halt alle sehr clever, sehr smart sind, viel lesen. Und sie verwalten die Bibliothek selber. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das heißt, sie bestellen die Bücher, sie kaufen die Bücher, sie holen die Bücher, sie pflegen die Bücher ein, sie bringen sie in die Regale, sie verleihen sie an die Kinder, sie sorgen für Ordnung hier, manchmal sogar ein bisschen sauber machen, aber nicht viel. Und ich bin eigentlich nur der über alles drüber schaut. Also der einzige Erwachsene. Der ganze Betrieb läuft nur mit den Kindern und das vor allen Dingen die ganze Zeit. Das bedeutet, von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr sind wir hier. Wir sind durchgehend auf. Ich war seit der 6. Klasse, also seit dieser Club überhaupt angefangen hat, schon mit dabei. Wir haben halt sehr viel über Bücher geredet. Wir waren ein ganz bunt zusammengeworfener Haufen aus allen Altersstufen eigentlich schon und auch alle möglichen Interessensrichtungen. Und trotzdem haben wir, und das auch zugetraut wurde, sogar von der Schulleitung, die uns immer unterstützt hat, die uns da auch den Rücken stärkt. Und wir dadurch einfach noch mal mehr Selbstbewusstsein auch bekommen haben. Und das halt durch die Schule. Und auch so immer mehr Verantwortung übernehmen durften, die uns sonst nicht gegeben werden konnte, wo in anderen Schulen auch gar nicht der Raum dafür da ist. Die Hermines sind ein sehr begehrter Job. Das heißt, wir haben eine sehr lange Warteschlange. Viele wollen hier arbeiten. Das Problem ist nur, dass niemand die Hermines freiwillig verlässt. Das heißt, wenn er als 12-Jähriger, als 13-Jähriger mitgemacht hat, geht er erst dann, wenn er sein Abitur gemacht hat. Oder sogar, wie unsere aktuelle Chefin, fügt sogar noch ein soziales Jahr dran. Das ist halt auch der Grund, warum ich unbedingt hier bleiben wollte und hier mein freiwilliges soziales Jahr machen wollte, also ein Jahr soziale Arbeit.
und auf jeden Fall hier gucken wollte, dass auch dieses Projekt Hermines Bibliothek auf jeden Fall weiterläuft und auch weitere Chancen bekommt. Einfach, dass mehr Zeit dafür da ist, dass auch die Kinder, die hier arbeiten und das in ihrer Freizeit tun. Und das haben wir in diesem halben Jahr, dass ich jetzt hier bin, schon extrem einfach weitergeführt. Wir haben viel mehr Sachen machen können, sind zur Buchmesse gefahren und alles. Und auch die Schüler könnten wir viel mehr in die Bibliothek einbinden, seit wir hier sind. Heißt, auch die Beziehung zwischen der Bibliothek und den Schülern ist ganz anders geworden, dass das hier mittlerweile wirklich ein Rückzugsort ist, der auch dementsprechend mittlerweile gefördert wird und unterstützt wird. Und nicht nur von Seiten der Lehrer, sondern auch von den Schülern, die hier gerne mitmachen wollen, die alle gerne hier hinkommen und sich hier aufgehoben fühlen. Das ist wirklich ein quasi schon fast familiärer Umgang. Haben wir euch ja schon ein paar Mal erklärt. Außerdem war es auch immer selbstverständlich, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Hermines Bibliothek gucken. Wir haben hier Schüler aus den Inklusionsklassen, ich glaube mittlerweile sogar 3 Schüler, die immer selbstverständlich aufgenommen wurden. Und das war auch immer eines der Vorzeigeprojekte fast schon, wo wir reingekommen sind. Und egal wer dazu kam, er wurde aufgenommen, wie er ist. Sei es ein Junge mit Autismus, der hingekommen ist und der innerhalb von 4 Jahren so eine Entwicklung gemacht hat, dass er am Anfang nicht mal mehr eine Schulstunde schaffen konnte und jetzt mittlerweile sogar Klausuren oder Klassenarbeiten mitschreiben kann. Und das macht so einen Unterschied und das ist nur möglich dadurch, dass an dieser Schule Inklusion, Integration so gelebt wird. War ich da zum einen sehr froh drüber. Inzwischen läuft es ziemlich gut mit der Bibliothek und wir helfen natürlich auch den Schülern, die hierher kommen und zum Beispiel ein bestimmtes Buch suchen oder Hilfe brauchen, weil sie nicht wissen, was für ein Buch sie lesen wollen, auf die Förderung, insbesondere der Leseinteressen, da diese durch Fernsehen, Videospiele teilweise fast schon in Vergessenheit geraten und die Leute durch Bücher wunderbar ihre Fantasie wiederentdecken und fördern können. Und dann müssen wir jetzt noch abstimmen. Wollt ihr ein extra Foto fürs Jahrbuch haben, also ein extra Hermines Bibliothek-Foto? Machen wir ganz einfach. Wer möchte ein Foto? Es ist nicht so, dass sie nur lernen. Lesen tun sie sowieso. Wenn sie hierher kommen, lesen wollen sie sowieso. Sondern sie lernen, ihre eigene soziale Kompetenz zu erhöhen. Sie sind wie eine kleine Familie. Und vor allen Dingen, sie bekommen immer mehr Selbstbewusstsein. Sie müssen mit mir kämpfen. Das ist ganz wichtig. Sie müssen ihre Sachen durchsetzen. Und das können sie. Obwohl ich älter bin, obwohl ich rhetorisch weiter bin als sie, sind sie mir dann irgendwann doch ebenbürtig als Gesprächspartner. Und das finde ich sehr wichtig. Ich kann mich auf sie verlassen. Inklusion bezieht sich auf alles. Also Inklusion bezieht sich ja nicht nur darauf, dass jemand vielleicht eine körperliche Einschränkung hat oder vielleicht einen attestierten Förderbedarf im Rahmen der emotional-sozialen Entwicklung, sondern Inklusion bezieht sich ja auch auf Menschen mit Migrationshintergrund. Inklusion bezieht sich darauf auf Menschen oder auf Schülerinnen und Schüler, die eben ja auch andere Probleme mit sich bringen. Und das ist für uns hier in der Arbeit sehr, sehr wichtig. Also wir haben ein gut aufgestelltes Beratungsteam. Hallo, Herr Seibel, hier ist der Herr vom Geschwister-Scholl-Gymnasium. Also wir sind hier in meinem Büro. Das ist sehr zentral. Alle Jugendlichen kennen dieses Büro und können jederzeit vorbeikommen und anklopfen und fragen so, hallo, ist jemand da? Können wir vorbeikommen? Und meine Kollegen und Kolleginnen haben auch ihr Büro und sind ansprechbar. Und es gibt die unterschiedlichsten Anlässe. Es geht von Selbstverletzungen oder Suizidversuche bis hin zu meine Noten sind schlecht oder mein Meerschweinchen ist gestorben. Wir sind etwas Besonderes in Deutschland, weil an den Gymnasien in Deutschland diese Ressourcen für Beratung nicht vorgesehen sind. An einem normalen Gymnasium in Deutschland gibt es bei 1600 Schülern ein oder zwei Beratungslehrer und die haben eine Entlastung von, ja, vielleicht 4 oder 6 Wochenstunden. Das ist sehr, sehr wenig.
Und wir haben eine lange Tradition von Beratung in unserer Schule und haben das so hin und her geschoben, dass das Beratungsteam viel Zeit und viel Ressourcen hat, um mit Kindern, Eltern und Lehrern zu arbeiten. Also so viele Menschen sind hier zusammen und natürlich kommt es immer wieder zu Konflikten und Menschen ins Gespräch zu bringen und Konflikte zu lösen ist eine ganz wichtige Aufgabe auch von Beratung. Manchmal geht es darum, dass sich zwei Jungen gestritten haben und dann spreche ich mit denen und wir tauschen uns aus und lösen den Konflikt. Manchmal ist es so, dass es Probleme in der Klasse gibt und wir überlegen, welche Form von Intervention können wir machen, um den Konflikt in der Klasse zu lösen. Da gibt es Ansätze wie den No-Blame-Approach. Also wenn sich jemand streitet und wenn so ein Vertrauenslehrer mit einbezogen werden soll, dann gibt es einen festen Termin zu einer festen Uhrzeit, wo alle Leute, die sich miteinander streiten, also zwischen denen dieser Konflikt stand, ist, sich in einem Raum versammeln und sich treffen. Und dann ist es meistens, geht man Reihe um, also jeder sagt, was ihn an dem anderen stört, mit dem dieser Konflikt stattgefunden hat. Und dann versucht der Vertrauenslehrer aufgrund dieser Basis, was die Schülerinnen und Schüler dann geäußert hat, was sie an dem anderen dann stören, den Konflikt zu schlichten. Und das klappt meistens sehr, sehr gut. Also ich hatte auch schon in der Vergangenheit einige Streits, die dadurch geschlichtet werden konnten. Meistens geht man dann mit dem Resultat daraus, dass man den anderen dann in Ruhe lässt oder halt auch können dann auch wieder Freundschaften, die eigentlich zerbrochen sind, können dann aber auch wieder zusammenfinden. Also ich glaube, dass der Raum, in den man kommt, um miteinander zu sprechen, total wichtig ist. Man sagt ja auch, der Raum ist der dritte Pädagoge. Dann arbeite ich viel auch mit Visualisierung. Ne? Deshalb ist hier zum Beispiel die Pinnwand und hier habe ich meine Materialien. Ich arbeite auch mit dem Familienbrett und mit Bildkarten. Also der Raum ist sehr wichtig, damit Beratung gelingt und die Kinder haben das Gefühl, dass sie hier reinkommen und so ein bisschen die Schule draußen lassen. Migration, Inklusion, das spiegelt sich in der Gesellschaft wieder und das spiegelt sich auch bei uns an der Schule wieder. Wir haben auch Klassen mit Kindern, die in den letzten Jahren aus ihrer Heimat geflohen sind und die jetzt hier bei uns an der Schule sind. Und die bringen natürlich auch ihre Themen mit und ihre Probleme mit. Und das ist natürlich auch für die Beratung eine große Herausforderung und natürlich auch für den Unterricht so. Also ich glaube, man kann da nur erfolgreich sein, wenn man das als Bereicherung sieht. Wenn man selber auch sagt, ich lerne hier genauso viele neue Sachen kennen, wie vielleicht das Kind, was aus Syrien geflohen ist oder aus dem Irak oder aus irgendeinem anderen Teil der Welt. Und das bedeutet, dass man sich sehr darauf einlassen muss und auf die Geschichte der Kinder. Wenn die bei mir in der Beratung sind, geht es oft in allererster Linie darum, zu verstehen, ja, was haben die eigentlich auch vorher für ein Leben gelebt und wo kommen die Kinder her? Also manchmal sitzen wir dann am Computer und machen Google Earth an und die zeigen mir in Aleppo ihre zerstörte Schule. Und sagen so, das war meine Schule, jetzt ist da ein Schutthaufen. Und dann merkt man auch, man kann halt nicht erwarten, dass die Kinder sich hier hinsetzen und sagen so, jetzt lerne ich Deutsch oder Englisch oder Mathe, sondern die haben hier hinten im Kopf ganz viele Gedanken, ganz viele Themen, oft auch traumatische Erfahrungen, die sie als allererstes irgendwie bearbeiten müssen, die sie loswerden müssen. Und dann irgendwann, dann kann auch richtig gelernt werden. Seit Montag wurde nämlich beschlossen, dass die Flüchtlingskinder auch hier ihren Abschluss machen können, dass nach der 9. Klasse ein Hauptschulabschluss ihnen ermöglicht wird, sodass sie auch dann auf die Berufsschule wechseln können und hier auch fest in die Arbeitswelt auch einsteigen können hier, falls sie vorhatten, lebenslänglich in Deutschland zu bleiben. One Word is a shop where we have different products of all over the world, of the countries who are kind of poor, and we want to help with selling this product. Our teacher buys this product and then we sell them in our shop, and so the money we earn is for the kids in India.
These kids in India live in poor in slums, and so they can go to school and have 3 meals a day, and so they can live a normal life. It's getting to these countries over an organization which helps in these countries, and so we send the money to them and then they use it. Und einen reinen Fachunterricht zu haben, ermüdet die Schüler ja auch vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, die Schüler müssen natürlich ihren Fachunterricht absolvieren, die müssen auch den Fächerkanon quasi belegen und müssen daran teilnehmen. Sie sollen aber auch die Möglichkeit haben, andere Erfahrungen zu sammeln und auch, dass sie ihre Stärken fördern können und ihre Interessen vor allen Dingen. Himmel. Ich bin im Himmel. Wollen wir sonst noch mal hoffe ich mal nicht. Da können wir ja, dann seid ihr doch auch da. Stimmt. Florida? Nee. Das ist bei der Schweiz. Wie bei der Schweiz? Bei der Schweiz seht ihr das C. In Schweiz? Wo ist denn die Schweiz? Ach, da waren wir noch nicht. Nee. Okay. Die Schweiz ist bei Österreich. Dann ich leite hier mit anderen zusammen das Fuchsprojekt. Bei dem Fuchsprojekt handelt es sich um ein Projekt, wo Schülerinnen und Schüler Seniorinnen und Senioren unterrichten in allen möglichen. Wir sagen den Schülern immer, sie können eigentlich das anbieten, was ihre Stärken sind. Soll natürlich zielgruppengerecht sein. Also sie können jetzt nicht Longboard fahren für die Senioren anbieten, ist ja klar. In der Regel wird nachgefragt, die neuen Technologien, Smartphone, PC, aber auch Englisch. Wir haben immer einen Kurs Gedächtnistraining und manchmal gibt es auch einen Kurs Tanzen oder Theater. Wir hatten auch schon mal einen Kurs Meditation. Also was die Schüler so an Fähigkeiten mitbringen, können sie hier einbringen? I think it's a really good experience. I just love to meet new people and I can learn really much from them and I think they learn something from me. I learned from them how they handled life back in their days. It helps me to understand people better. Medizin, ja. Genau, also es geht in erster Linie darum, eine Generationenverständigung anzuregen. Viele Senioren haben Kinder und Enkel, die aber gar nicht in der Nähe wohnen und freuen sich, wenn sie mit jungen Leuten in Kontakt kommen und sich austauschen können. Für junge Leute ist es manchmal ganz interessant, mit älteren Leuten zu sprechen, auch nochmal über ihre Probleme, die nicht Lehrer sind und nicht Eltern, sondern andere erwachsene Leute mit ihrem Erfahrungshintergrund. Für die Senioren ist es auch manchmal nochmal schön, andere Senioren kennenzulernen, weil sie manchmal auch die Erfahrung machen, dass ihre Freunde im Pflegeheim landen, sterben oder so. Und dann ist es schön, nochmal Zeit für sie genommen. Die Schüler machen das alles ganz, ganz langsam, so wie sie es brauchen. Sie können auch mehrfach die gleiche Frage stellen. Ja, das geht schon. Ja. Kann man sich das auch alles ausdrucken? Die Schüler erfahren sich einfach noch mal in einer anderen Rolle oder in einer anderen Funktion. Denn sie müssen sich plötzlich darüber Gedanken machen, wie Lerninhalte vermittelt werden, wie sie dabei vorzugehen haben. Das heißt also, Schüler werden eigentlich zu Lehrer, zu Lehrern. Und die Senioren werden plötzlich wieder zu Schülern. Das heißt, es findet noch mal so einen Rollentausch auch statt. Die Schüler berichten immer, das ist immer sehr witzig, weil die Senioren plötzlich natürlich schon auch noch mal die Schülerrolle einnehmen müssen. Und ja, das ist auch für die Senioren eine große Herausforderung an der Stelle. Du kannst mal gucken, welche Blätter wir benutzen. Leute, soll das Platz vorne drauf? We have the project that bigger students help and do activities with the smaller ones. My sister and I, we do some activities with them, like going to the winter market and buy some stuff, or eat together some ice cream, or go to a playground and play with them. The big brothers and sisters of them, so they also can speak with us when they have problems. Ja, euer Bild eigentlich. Stopp mal, ey, wir müssen jetzt mit jemandem Julia, danke. Nein, nein, nein.
Also wir bringen die Kinder hier raus, weil die mit diesem Spiel einfach üben sollen. Also müssen die Kugel durch diese Röhren bringen, müssen sich absprechen, wie sie das machen. Müssen halt verschiedene Dinge berücksichtigen. Also es ist kein Wettkampf, das heißt, sie müssen ruhig bleiben, die müssen sich, jeder muss mal drankommen, das heißt, jeder wird eingebunden in das Team. Genau, und nachher besprechen wir mit denen, wie die zusammengearbeitet haben. Die Lehrer beobachten während des Spiels, was sie so sehen. Und wir besprechen nachher, was die Kinder gemerkt haben, also wie sie zusammengearbeitet haben, was war gut, was war nicht so gut, was können sie besser machen. Genau, und das ist halt einfach mal so eine andere Form von Training, von Gruppenarbeit eigentlich. Ne? Also es gibt verschiedene Rollen, wer übernimmt sozusagen eine Führungsrolle, wer koordiniert die ganzen. Also es gibt so bestimmte Dinge, die man beobachten kann und reflektieren kann im Nachhinein. The world is not divided in these 10 or 12 or 14 subjects. And nowadays in the 21st century, we have a great diversity of professions. Das heißt, ich kann nicht vorne vor der Klasse stehen und für alle Kinder das gleiche Lernangebot machen, sondern ich muss versuchen, unterschiedliche Lernangebote für unterschiedliche Kinder und für unterschiedliche Begabungen anzubieten. Und vor allem muss ich die Kinder dazu befähigen, dass sie selbstständig und selbstgesteuert lernen können. Ich weiß selber noch gar nicht so richtig, was ich nach der Schule machen will. Ich wollte wahrscheinlich aufs Berufskolleg gehen und vielleicht dann erstmal einen kleineren Job annehmen. Was ich auf jeden Fall tun wollte, war erstmal die Welt sehen, mich von anderen Kulturen inspirieren lassen. Länder besuchen, die man so nicht kennt. China, Australien, Brasilien. Ich kann natürlich nicht wissen, was die Zukunft bringt, aber ich kann mir denken, was mich vor allen Dingen in der Schule darauf vorbereitet hat. Zum Beispiel die Verständigung in der Klasse, die es mir auch wesentlich leichter gemacht hat, mich sozial zu integrieren. Halt natürlich auch der Unterricht, der einen aufs Berufsleben vorbereitet. Ich hoffe natürlich, dass in der Zukunft bei Leuten wie mir, die jetzt vielleicht nicht schlechter lernen, aber halt anders lernen, dass man ihnen kein Mitleid gibt wie jemandem im Rollstuhl, dass man sagt, oh, das ist aber schlimm, sondern dass man sie wie normale Menschen behandelt, aber sie trotzdem bei ihren Problemen unterstützt. Iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.